Meine Damen und Herren, ich darf zunächst die Beschlussfähigkeit des Hauses feststellen. Wenn widerspricht keiner, dann ist das auch so. Ich habe Ihnen eine Veränderung mitzuteilen. Wie wir alle wissen, ist die Frau Abg. Barbara Cárdenas aus der Fraktion DIE LINKE mit Ablauf des 31. Oktober 2016 nicht mehr Mitglied des Landtages. Sie hat ihr Mandat als Abgeordnete niedergelegt. Ich begrüße in unserer Mitte Ihre Nachfolgerin, Frau Abg. Gabriele Faulhaber. Liebe Frau Faulhaber, unbescheidene Tatsache, dass Sie aus der schönen Wetterau kommen. Herzlich willkommen, alles Gute für Sie und erfolgreiche Arbeit aus Ihrer Sicht. Wohlgemerkt, für alle kann ich da nicht reden. Das ist wahrscheinlich so. Alles Gute. Schön, dass Sie jetzt hier mitarbeiten können. Meine Damen und Herren, zur Tagesordnung teile ich Ihnen mit, dass Sie eine Tagesordnung vom 15. November 2016 sowie einen Nachtrag vom heutigen Tage mit insgesamt 40 Punkten vor Ihnen liegen haben. Der Nachtrag ist Ihnen auch mitgeteilt worden. 34 bis 37 sind 4 Anträge eingegangen, die von den Fraktionen als Setzpunkte deklariert wurden. Und ebenso wie der Tagesordnungspunkt 19 anstelle einer Aktuellen Stunde am Donnerstagvormittag in der vereinbarten Reihenfolge aufgerufen werden. Wir können die Tagesordnung so genehmigen. Die PGs nicken dazu. Dann ist das genehmigt, weil sie für die Fraktion genickt haben. Dann haben wir eine Tagesordnung heute bis 19 Uhr. Die Tagesordnung beginnt mit der Fragestunde, danach der Top 2. Entschuldigt, fehlt wegen Erkrankung Herr Kollege Franz. Also ist das erledigt. Bitte ihm gute Besserung auszuwünschen von dieser Stelle aus. Meine Damen und Herren, hinter uns sind Schüler am Werk gewesen der Rudolf-Koch-Schule Offenbach und haben folgende Künstler eingestellt oder bekannte Persönlichkeiten: Anne Frank, Wolfgang von Goethe, Konrad Duden, Fritz Bauer, Philipp Reis, Adam Opel und Wilhelm I. von Oranien-Nassau. Das zu Ihrer Information. Ich gratuliere nachträglich zu einem runden Geburtstag, was immer das auch heißen mag, Frau Kollegin Wissmann. Liebe Frau Wissmann, herzlichen Glückwunsch im Namen des ganzen Hauses. Alles Gute für die Zukunft. Applaus.